Mein Gast nun ist Kai Franke, er ist Mitglied des Odo BHF Executive Committees Private Wealth Management Deutschland. Odo BHF ist ein französisch-deutsches Bankenprojekt in Familienhand, recht ungewöhnlich. Die Gesellschafter zu 65% die Familie Odo, 25% halten die Mitarbeiter und 10% verteilen sich auf andere Aktionäre, darunter einige vermögende, bekannte Familien. Ja, Herr Franke, Banken, auch Privatbanken aus Benelux und der Schweiz oder Liechtenstein, die tummeln sich ja schon eine Weile auf dem deutschen Markt. Französische Banken sind eher zurückhaltender. Woran liegt das? Also ich glaube, dass ob französische oder generell ausländische Banken immer auch wieder die Wettbewerbsintensität des deutschen Marktes unterschätzen. Denn wir sind ja in einem dicht besetzten Markt und von daher, dass zusammen mit dem Preis- oder Wettbewerbsdruck sich da einfach schwer tun. Wir haben das schon mehrfach gehört heute. Ich denke, entscheidend ist, wie nah ist man eigentlich in der Organisation an den Kunden dran. Und ich denke, alle im Raum hier wissen, ob ich im Münsterland oder Ostwestfalen unterwegs bin, hochvermögenden Unternehmerkunden oder im Schwäbischen, oder ob ich Düsseldorfer Kunden anspreche, wenn man zumindest in Klischees denkt, aber es sind eben nicht nur Klischees, da muss man doch sehr nah dran sein, wenn man, Sie haben Frankreich angesprochen und vielleicht auch vor unserem deutsch-französischen oder französisch-deutschen Hintergrund sehe, ein sehr zentral gesteuertes Land, wie jeder weiß. Alles passiert und entscheidet sich in Paris. Genau das sind wir in Deutschland nicht. Das heißt, zu erwarten, wenn ich als französische Großbank vielleicht hierher komme und sage, wir machen das alles aus Frankfurt heraus und der Kunde kann doch bitte aus Bielefeld oder von der Alp herkommen, dann wird das nicht wirklich erfolgreich sein. Das ist unsere Erfahrung. Der zweite Punkt, der da ein bisschen mit hineinspielt, denke ich, ist auch, das wurde vorhin schon in einem Seitenaspekt schon mal, auch die Sprache. Ich habe das sehr oft selber erlebt, wie im Wettbewerbsumfeld, es kommt eben darauf an, den Kunden auch dort abzuholen, wo er mental ist. Und wenn Sie dort dann sehr gute Manager aus dem angelsächsischen Bereich, wo auch immer aus Luxemburg haben, die in Anglizismen vor dem Kunden sitzen, dann haben Sie keine guten Karten in einem Beauty Contest. Davon können wir auch ein Lied singen. Was sehen Sie denn als den Mehrwert französischen Private Bankings für deutsche Kunden, Herr Franke? Ganz einfache Antwort. Ich sehe keinen Mehrwert, dass es in dem Sinne ein französisches Private Banking gibt. Nehmen wir unseren Fall, Deutschland, Frankreich. Die Schweiz gehört für uns auch noch dazu, aber Deutschland, Frankreich sind natürlich unsere beiden Hauptmärkte. Und der Maschinenraum, gerade für das Wealth- und Ultra-High-Net-Worth-Individuals-Geschäft, der steht in Frankfurt, das Investmentkomitee, das Research, das heißt, alles das, Anlagevorschläge, wird nicht aus Paris oder Luxemburg herausgemacht. Insofern ist es nicht französisch. Es spielt dort eine Rolle, wo Unternehmerkunden sagen, man, ihr habt auch eine starke Präsenz auch in Frankreich, könnt ihr mir nicht da auf der Firmenkundenseite beraten. Aber für das eigentliche im Kern, Vermögensanlagegeschäft in all seinen Facetten, spielt die französische Komponente, das ist unsere Erfahrung, wir sind seit 7 Jahren jetzt Odo BHF, seit 2016 eigentlich keine entscheidende Rolle. Der Kunde entscheidet sich nicht für uns oder gegen uns, weil wir einen französischen Aktionär mit 65% haben. Im Fragebogen, den Sie uns ausgefüllt haben, da heben Sie Ihre Innovation, also nicht Ihre, sondern die von Odo BHF, Innovationsfähigkeit bei der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen heraus. Können Sie mal 2, 3 eingängige Beispiele nennen, was Ihre Ideenschmiede so in jüngster Zeit da entworfen hat? Sehr gerne. Wir haben keine neuen Assetklassen erfunden, sondern das bewegt sich wie bei allen im Wesentlichen Aktien, Renten, Cash und Alternatives mit seinen Facetten. Das heißt, wo ist eher die Innovation? Zum Beispiel im Private Equity Bereich, was deutlichen Zuwachs bei uns in den letzten Jahren erfunden hat, eben diese Private Equity Thematik, zum Beispiel mit der Nachhaltigkeit. Ja, wir haben einen Environmental Opportunities Private Equity Fonds, das finden Sie noch nicht so häufig, da sind wir jetzt mit der zweiten Variante drin. Andere im liquiden Bereich eher auch dort, die einzelnen Komponenten gar nicht neu erfinden. Wir haben ja vorhin auch eine kritische Anmerkung zu ESG gehört in der Begrüßungsanleitung. Aber zum Beispiel jetzt im Zins- oder Rentenbereich, was ja eine andere Rolle wieder spielt bei den heutigen Renditen, zu sagen, viele Kunden wollen feste Laufzeiten haben, also einen Laufzeitenfonds mit Nachhaltigkeit zu kombinieren. Das ist relativ neu, was wir dort eingeführt haben auf der Ebene. Manchmal, letzte Bemerkung vielleicht noch, ist es auch nur Kreativität.
Wir alle wissen, wie in der Null- und Niedrigzinsphase schwierig war für die Stiftung halt, die ordentlichen Erträge hochzuhalten. Und das war halt mit den Renten oder Zinsanlagen nicht zu machen. Und auf der Aktienseite oft die Risikotoleranz oder Tragfähigkeit nicht da ist. Und dann zu sagen, etwas, was eher retailig ist, traue mich aber trotzdem das zu sagen, können wir da nicht die Aktienkomponente, die zulässig in der Anlagerichtung, mit Aktienanleihen befüllen? Und dann kriege ich 8er oder 10er Coupons. Also in dem Sinne Kreativität zu bringen, also ein Instrument, das eigentlich aus einer anderen Ecke kommt, damit hineinzubringen. Funktioniert ja offenbar auch, denn auch ODO BHF ist in Performance-Projekten besser als die Benchmark. Herr Franke, wie sicher können Kunden denn sein, dass die BHF bei ODO auf lange Sicht einen Hafen gefunden hat? Denn sie hat ja schon mehrere angesteuert. Sehr berechtigte Frage. Ich bin seit 35 Jahren dort. Ich habe einiges miterlebt an Eigentümerwechseln, wo wir leider, Stichwort Saal Oppenheim, Deutsche Bank, was wir dort erlebt haben, nicht beeinflussen können. Jetzt sind wir seit 7 Jahren bei ODO BHF. Vielleicht 2, 3 Faktoren. Sie haben schon angesprochen, die Mitarbeiterbeteiligung. Ja, ich selber, wir haben 25% der Aktien in Mitarbeitern. Das heißt nicht, dass sie die morgen alle verkaufen können, aber das ist natürlich ein klares Commitment. Vielleicht ein anderer formaler Aspekt noch, der auch die Kunden sehr stark überzeugt, ist, wir haben die alte BHF AG in eine SE, eine Europa AG umfirmiert und sind gerade dabei, die französische Bank Entity in diese SE reinzubringen. Und der Sitz wird in Frankfurt sein. Nicht in Paris. Danke für diesen Ausblick. Danke, dass Sie hier waren und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Herr Franke. Sehr gerne.